Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einem neuen Projekt namens Endzone A World Apart. Es ist ein Strategie-, ein Aufbau-Survival-Strategiespiel, kann man so sagen. Eine Aufbau-Survival-Simulation. So richtig Strategie ist das jetzt nicht, aber Simulation ist mittlerweile auch für PlayStation und Xbox rausgekommen, glaube ich. Das hier ist natürlich die PC-Version, wie wir sehen, dank des Mauszeigers. Und ich habe ein bisschen reingeguckt. Also ich habe ein bisschen das Tutorial gespielt. Das ist aber sehr lang. Also ich habe es nicht beendet. Und wir müssen in einer Endzeit-Apokalypse ums Überleben kämpfen. Wir sind quasi die letzten Menschen. Oder einige der letzten Menschen. Aber um ein bisschen in die Atmosphäre reinzukommen, wie das Ganze denn so ist, gucken wir uns am besten das Intro einmal an. Das ist nämlich sehr gut gelungen und gibt so einen kleinen Blick darauf, was eigentlich abgegangen ist. Also halte ich jetzt den Rand und viel Spaß beim Intro. Wir sehen uns gleich wieder. Wir haben überlebt. Unsere Welt wurde zerstört. Und wir mussten dafür bezahlen. Mit über 100 Jahren ohne Sonne. Aber wir haben uns gut vorbereitet, um diesmal alles richtig zu machen. Unsere Vorfahren haben uns ein glückliches Leben gestohlen. Doch wir werden nicht einfach aufgeben. Mutter Erde ist jetzt gemein und bösartig. Trotzdem leben wir noch. Und wir werden weiterleben. Also ich finde, dieses Intro ist mega gut, ist nicht zu lang, aber zeigt schon gut, wo es drauf hinausgeht. Dann dieses junge Mädchen, was da spricht, ja, ihre Stimme, gepaart mit den Worten, finde ich, ist eine coole Atmosphäre, die hier schon nur mit dem Intro kreiert wird. Und wir werden natürlich ein neues Spiel beginnen. Ist ja klar, ich habe auch keine Add-ons, ne? Also das hier sind die beiden Add-ons. Ja, die sind aber jetzt eher noch nicht interessant. Vielleicht werden die irgendwann interessant. Vielleicht nehme ich die mit rein, je nachdem, wie das bei euch ankommt. Aber erstmal starten wir mit dem Hauptspiel, denn da gibt es genug zu tun. Glaubt mir, genug zu tun. Wir starten also ein neues Spiel. Wir können die Einführung machen, die ich, wie gesagt, angespielt habe. Ich habe sie aber noch nicht beendet. Aber ich denke, ich weiß schon, zumindest wie man anfängt, das kriege ich hin. Dann gibt es Szenarien, da habe ich mir noch gar nicht angeguckt. Aber kann man sich ja vorstellen, ne, was das sein könnte. Und der Überlebensmodus, wo man einfach drauf losspielen kann und versuchen muss zu überleben. Den werden wir auch spielen. Und ja, einfaches Spiel, normales Spiel, fortgeschrittene Schwierigkeiten, maximale Herausforderung und keine Bäume. Also stimmt es wirklich, sind da keine Bäume? Ich weiß es nicht. Es gibt auch noch den Baummodus. Es stand auf einfaches Spiel, ne? Starte ein einfaches Spiel, in dem du immer noch gegen Bedrohungen wie die Dürre ankämpfen musst. Allerdings hast du viel mehr Zeit zu reagieren und dich vorzubereiten. Und das ist genau das, was wir machen werden, weil ich bin ein Noob. Ja, wie gesagt, ich habe gerade das Tutorial, ich weiß nicht mal, ob ich die Hälfte davon habe. Deswegen wollen wir es mal nicht übertreiben und ich will ja nicht direkt drauf gehen, weil eigentlich ist dann das Let's Play zu Ende in dem Moment, wo die Siedlung stirbt oder wo ich mir sage so, ey, es gibt jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Vielleicht mal das Add-on dazu holen. Ja, dann ein bisschen weiterspielen. Dann gibt es ja noch das zweite Add-on. Und vielleicht gibt es ja irgendwann auch ein drittes Add-on. Wer weiß. Und es muss natürlich bei euch ankommen. Wenn es scheiße ankommt, dann wird das nicht so lang gehen. Aber ich habe erstmal Bock.
Ich habe erstmal Bock drauf. Ich habe das auch schon sehr, sehr lange auf der Steam-Liste gehabt. Deswegen gucken wir mal rein. Ich würde sagen, Karteneinstellung. Ja, hier kann man natürlich jetzt würfeln. Das ist der Seed. Also wenn ihr das Spiel auch habt und diese Karte haben wollt, auf der wir dann spielen gleich, müsst ihr euch einfach nur diese Nummer merken. Kartengröße groß, finde ich, ist in Ordnung. Anzahl der Berge, Mittel, Seen hoch. Achso, ja gut, man will ja auch, ne, wenn man es wegmacht, da hat man halt weniger Wasser. Wir machen schon mal ein bisschen mehr Wasser. Anzahl der Bäume hoch, Anzahl der Ruinen hoch, damit wir auch mit Ressourcen überhaupt starten können. Freie Fläche um Startpunkt herum, klein. Ist das gut, wenn das klein ist? So ein bisschen freie Fläche wäre schon nice. Aber come on, wir lassen das erstmal. Moment, groß, mittel, hoch, 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 klein. Ah, das bleibt, okay. Wir würfeln einfach hier ein paar Mal durch. Blablabla. Und die nehmen wir, egal was es ist. So, das wird unsere... Ah, oh, das aber sind da sehr viele Berge. Wir machen doch einen weiter. Können wir nicht unseren Startpunkt wegziehen? Okay, aber hier sind wir wenigstens umgeben von Wasser. Das werden wir erstmal in Angriff nehmen. Das ist unser Seed. Die Nummer könnt ihr euch merken, wenn ihr das nachspielen wollt. Also wenn ihr auch diese Map haben wollt. So, benenne deine Siedlung. Kann man auch auswürfeln lassen. Zone 3. New Civ. Spoilford. Peaceport. Kann man auch falsch verstehen. Dreadville. Ne, wir nennen das schon selber, ne? Wir nennen das schon selber. Aber wie nennen wir das? Wie nennen wir unsere Siedlung? Wie viele Buchstaben habe ich? Oh, ich habe sehr viele Buchstaben. Okay, ich muss mich da nicht zurückhalten. Ja, wo gehen wir hin? Wir kommen gerade aus dem Bunker, haben wir gesehen, ne? Und wir wollen ein neues Zuhause errichten. So, oder? Seventh Heaven, der siebte Himmel. Habe ich es richtig geschrieben? Ja, ne? Seventh Heaven. So werden wir unsere Siedlung nennen und das Spiel starten. Hier sehen wir schon eine alte Ruine, die man übrigens auch abbauen kann. Da kann man noch Material und Ressourcen rausziehen. Ich werde ein bisschen erklären, während ich aufbaue, natürlich. So, das ist unser Startgebiet. Das sieht eigentlich nicht so mega geil aus, muss ich sagen. Hier aus. Sieht es nach einem guten Ort zum Siedeln aus. Okay. Ihr wisst, was wir in der Endzone gelernt haben. Zuerst müssen wir die Grundbedürfnisse stillen. Also eine Wasser- und Nahrungsversorgung aufbauen und danach... erschaffen wir ein neues Zuhause. Ganz genau. Wir machen aber mal ganz kurz Pause. Wir wollen ja hier jetzt noch nicht übertreiben. Ich muss mich kurz mal umschauen, wo wir sind. Das ist nicht gut. Also... es ist auf einer Seite am Start, zum Anfang ist es natürlich sehr gut, von Wasser umgeben zu sein, keine Frage. Wir haben auch super viele Bäume. Auch das ist eigentlich nicht schlecht. Aber es ist sehr beengt, ne? Also ich kann jetzt, es gibt ja auch große Gebäude. Da kann das schnell eng werden. Hier ist es, oh, hier ist aber riesig. Okay. Ja gut, wir machen das Beste draus, würde ich sagen. Und wir lassen es auch mal laufen. Und ja, unser Bus hier, und das sind unsere Bewohner. Ne, wir lassen es noch nicht laufen. Ich kann euch erstmal erklären hier ein bisschen. Ne? Das ist unser Wasser. Das ist unsere Nahrung. Zwei ganz wichtige Mittel natürlich. Wir haben 12 Erwachsene und 7 Kinder, die gerade hier unterwegs sind. Wir können aber nur mit den Erwachsenen arbeiten. Also die Kinder kannst du nicht, die sind nicht nützlich. Ja, die sind natürlich irgendwann nützlich, wenn sie Erwachsene sind, aber im Moment nicht nützlich. Wir haben ein bisschen Holz, wir haben ein bisschen Schrott, ein paar Werkzeuge, Strahlenschutz, den guten Strahlenschutz sehen wir hier schon. Das sind nämlich diese Ganzkörperanzüge. Es gibt auch normale Gasmasken, die sind eigentlich auch schon ganz okay. Und es gibt so ein billiges Halstuch, was man sich noch umschnallen kann. Das ist so das Schwächste, was es gibt. Dann haben wir Ressourcen, die wir noch gar nicht haben. Eigentlich, sondern hier Arznei können wir noch herstellen, wir können Stoff herstellen, wir können Metall herstellen, Plastik, Elektronik und Kohle. Das bekommen wir, indem wir Sachen recyceln. Ja, da sind wir aber, so weit sind wir noch nicht.
Hier ist die durchschnittliche Gesundheit, die durchschnittliche Verstrahlung der Siedler. Wir müssen nämlich auf Strahlung achten. Ja, sie hat ja, das Mädchen hat ja gesagt, als die Bomben fielen, also es gab einen Atomkrieg. Reichhaltige Nahrung haben wir tatsächlich auch einmal. Und das habe ich im Tutorial noch nicht beigebracht bekommen, genauso wie Wissen. Das sind zwei Sachen, wo ich selber noch nicht weiß, was da passiert. Aber jetzt hier in der ersten Folge werden wir auch so weit nicht kommen. Denn ich habe so angepeilt, so eine halbe Stunde pro Folge. Das soll ja ein normales Let's Play werden. Ich muss jetzt hier nicht eine Stunde lang jedes Mal aufnehmen. Wir machen das schon Stück für Stück. Wir können das jetzt auch mal laufen lassen, denn wir müssen erstmal bauen. Als allererstes sollten wir einen Holzsteg bauen, habe ich gelernt. Wir können natürlich hier unser Wasserreservoir aufbauen. Wir können es aber auch hier. Das ist natürlich riesig. Und es ist nah an der Stadt, an der Mitte. Deswegen würde ich den Holzsteg ganz gerne... Ah, da kann ich den gar nicht reinbauen. Das ist ja... Achso, ich habe es falsch rum. Das Grüne ist nämlich immer der Weg und das blaue Gestrichelte muss im Wasser sein. Deswegen, der Holzsteg wäre hier gut, aber der wäre auch hier. Hier passt der doch ganz geil. Da bauen wir den jetzt hin und sofort machen sich... Also zumindest sollten sie sich darauf machen, aufzubauen. Aber geht ja gar nicht. Wir haben ja noch gar nicht hier die Leute eingeteilt. Denn wir brauchen erstmal Baumeister. Hierfür sind zwei Baumeister gut. Da kann man einfach draufklicken, dann ändert sich das hier auch. Und hier sehen wir schon, jede einzelne Person müssen wir einen Job zuweisen. Ja, also jetzt haben wir zwei Baumeister und die werden sich jetzt normalerweise... Ja, auf den Weg machen. Das müssten die beiden hier sein. Die sollen jetzt den Steg bauen. So kommen wir dann an Wasser. Was wir aber auch schon machen können, damit wir weiterhin Ressourcen kriegen. Moment. Muss ich auch selber erstmal gucken. Ressourcen. Nee, wo war denn der Shit? Fertigungsgrenze? Nee, eigentlich auch nicht. Ich wollte gucken... Moment, können wir das mit denen machen? Ah, ne, hier können wir sogar... Die haben auch alle ihren Namen, ne? Die haben alle einen Namen, den wir sogar umbenennen können. Sie haben Kleidung, ihre Bildung sieht man, ihre ganzen Werte sieht man, ne, wie sie sich so fühlen. Ist jetzt noch ein Kind, deswegen auch ein bisschen dumm. Aber hier sehen wir das alles, ne? Das ist auch wirklich sehr, sehr detailliert alles beschrieben. Was die gerade tragen, was die im Inventar haben. Finde ich sehr nice. So, wir machen weiter und bauen direkt eine Zisterne. Eine Zisterne brauchen wir, um Wasser zu filtern. Beziehungsweise nicht zu filtern, sondern um es auch wirklich lagern zu können. Und es macht schon Sinn, die Zisterne vielleicht direkt daneben zu bauen. So, da können sich hier gleich die nächsten ranmachen. Der Steg ist ja... Ne, der ist schon fertig, der Steg. Ist eigentlich auch nice. Jetzt müssen sie natürlich erstmal die Bäume wegmachen, weil da das Gebäude hin muss. Was können wir denn noch machen hier? Eigentlich könnten wir... Geht das hier? Ich weiß leider jetzt nicht mehr, wo das geht. Ne? Das ist halt etwas doof. Aber irgendwo konnte man Gebiete... eingrenzen, wo sie was abbauen sollen. Muss mal ganz kurz hier gucken. Achso, genau, das kann man auch noch kurz erklären. Denn hier zeigt man uns die Strahlung an. Grün ist natürlich eine niedrige Strahlung, gelb mittel und rot ist eine starke Strahlung. Und wir sehen hier, ja, im Wasser, das Wasser ist ein bisschen verseucht. Nicht so geil. Absolut nicht so geil. Hier auch ein bisschen verseucht. Das kann man aber auch wegmachen. Die Verseuchung. Also es bleibt nicht für immer, aber es kann sich auch verändern. Es kann ja saurer Regen zum Beispiel fallen. Und dann hätten wir ein Problem, weil wir dann mehr Verseuchung haben. So, wir werden jetzt erstmal... Was werden wir als nächstes machen? Wasser, Nahrung ist natürlich ganz wichtig. Beginnen wir erstmal mit einer Fischerhütte.
könnte man hier oben ansetzen, die könnte man aber auch am Steg in der Nähe, weil auch nicht zu weit weg vom Zentrum, damit das... Ah, hier liegt, glaube ich, Schrott irgendwo, ne? So, hier können wir eine Fischerhütte platzieren. Das machen wir dann als nächstes. Und jetzt sehen wir hier, da ist es ja verseucht. Und da sehen wir diese ganzen, diese kleinen Atomzeichen. Und die werden gleich erstmal weggemacht, damit unsere Fischerhütte nicht verseucht ist. Vielleicht ist es aber auch gar nicht so geil. Mal kurz Pause machen. Vielleicht ist es gar nicht so geil, das dahin zu machen, weil hier schon das Wasser sehr verseucht ist. Das muss vielleicht nicht sein. Wir machen die Fischerhütte lieber da oben hin. Ja, ja, wir machen die lieber da oben hin. Das ist mir ein bisschen zu riskant. So, aber wie konnte ich denn nochmal... So, Fischer. So, wir brauchen natürlich auch Wasserträger, damit Wasser reinkommt. Wir brauchen zwei Fischer am besten, damit wir Wasser und Nahrung schon mal ein bisschen gesichert haben. Jetzt müssen wir aber auch Bäume abbauen und eigentlich müssen wir das gar nicht so machen. Wir können das auch direkt mit der Hütte machen. Das ist ja Quatsch. So, Ressourcen. Eine Forsthütte können wir sofort bauen. Und ich würde die... Naja, wo würde ich die hinbauen? Bauen wir die hier hin und dann siedeln wir... So, hier sehen wir natürlich auch feuchten Boden. Das ist auch gut, damit wir hier was anbauen können, keine Frage. Aber ich muss natürlich überlegen, wo will ich denn mit den Häusern hin? Und wo mit der Industrie? Weil sich das beides nicht so verträgt. Und ich denke mal, ich werde nach hier hin abbauen. Und nach hier hin werde ich ein bisschen ausbauen. Also die Wohnsiedlung werde ich vielleicht hier hin machen. Hier geht es dann weiter, sodass wir quasi diesen See in der Mitte haben. Habe ich mir überlegt. Das könnte ganz geil sein. Deswegen werden wir hier unten die Forsthütte hinbauen. So, ich denke mal, da ist es ganz gut. Und gleichzeitig einen Schrottplatz, den wir mit etwas Abstand hier platzieren werden. Ah, das ist auch ein bisschen verseucht, aber das kriegen die schon. Das kriegen die schon geregelt. Das kann man dann als nächstes bauen. So, hier müssen auch sogar ein paar Bäume abgefällt werden. Gar kein Problem. Dann würde ich sagen, haben wir noch 4 Leute übrig. Die machen erstmal Baumeister. So, es muss ja erstmal alles fertig werden. Wir brauchen ja Nahrung. Wasser ist schon unterwegs. Da haben wir 2 Wasserträger. Das sieht doch für den Anfang schon mal ganz gut aus. So, Unterkünfte. Oh, ein Kind ist erwachsen geworden. Ich wollte gerade sagen gestorben. Nein, es ist erwachsen geworden, weil ein Kind ist weg, ein Erwachsener ist dazugekommen. Das wäre aber auch kurios, wenn jetzt schon jemand gestorben wäre. Hier unten sehen wir übrigens auch das Wetter. Ja, hier regnet es, hier regnet es, hier regnet es dann zweimal nicht, dann regnet es wieder. Es ist alles noch okay. Es ist alles noch okay. So, Werkzeuge haben wir, aber wir müssen natürlich... Also klar brauchen wir auch Unterkünfte, ganz klar, aber im Moment, da können wir noch drauf verzichten. Aber auch nicht zu lange, denn sonst werden die ein bisschen, ja, ungeduldig. So, wir können hier direkt auch anfangen, neben... Ja, so ein 10x10 Feld, 11x10. Ich glaube so... Ist schon ganz gut. Ich glaube, das machen wir. So, haben wir nicht sogar einen übrig? Genau, wir haben einen Siedler übrig. Und das reicht natürlich nicht. Aber es muss erstmal gebaut werden. Es muss erstmal gebaut werden. Lassen wir den ein bisschen Zeit, damit der ganze Krempel auch mal steht. Wir machen das ein bisschen schneller hier.
weil wir essen zeitig. So, da hinten sehen wir schon, die Materialien sind da und dann dauert das Bauen auch nicht mehr lange, wenn die Sachen vor Ort sind. So, und jetzt ist unsere Fischerhütte fertig. Das ist super gut. Das heißt, wir nehmen... nehmen wir einen Fischer? Ich glaube, ein Fischer reicht erstmal. Ah, wir haben schon zwei Fischer. Ist ja Quatsch, wir haben ja schon zwei Fischer. Dann lassen... Wir belassen es erstmal bei zwei. So, dafür machen wir einen Bauer. Der sollte das erstmal hinkriegen. Wir sind ja noch nicht so viele Leute, ne? 13 Leute, die wir durchfüttern müssen. Einer wird Bauer, der kümmert sich ganz alleine um das Feld. Der Schrottplatz ist gleich fertig. Die Jagdhütte ist schon fertig. Ja, wunderbar. Die Jagdhütte, sage ich schon. Der Förster. Dann machen wir mal zwei davon weg und packen einen zum Schrottsammler und einen zum Förster. So, ach so, wir müssen ja noch sagen, was wir anbauen wollen. Ich finde... Ja, Kartoffeln werden wir erstmal anbauen. Das ist natürlich ein wichtiges Lebensmittel. Ich denke, das ist in Ordnung. Dann fängt der Bauer auch an zu arbeiten. Und ihr merkt schon, es ist ein relativ entspanntes Spiel. Ja, hier, das sind die Kids. Die machen erstmal nichts. So, jetzt ist die Grundlage ist erstmal gesichert. Wir werden jetzt hier Holz abbauen. Wir werden ein bisschen von diesem Schrott abbauen. Dafür bekommen wir dann natürlich auch das Zeug. Aber wir müssen ja schon vorausschauen. Und es ist erstmal sehr schön, dass es regnet, weil dann das Feld gut beackert werden kann. Aber ich habe ja gesagt, wir wollen auch Unterkünfte bauen. Und da könnte man eine Zuflucht bauen. Da können 25 Bewohner rein. Aber... Die pflanzen sich nicht fort. Ihr müsst wirklich Hütten oder stabile Hütten bauen, damit sie sich fortpflanzen. Weil man seine Privatsphäre haben möchte, wenn man zugange ist. Und deswegen werden die das nicht hier bei so einer Orgie machen, in der Zuflucht mit 25 Leuten, sondern zwei Erwachsene, drei Kinder ist die Höchstzahl bei Häusern. Deswegen Häuser machen wir hier oben hin. Ein bisschen weiter weg. Ist zwar verstrahlt, die Ecke, aber das müssen sie dann halt wegmachen. So, wie viele Erwachsene habe ich gesagt? Zwei, ne? 2, 4, 6. Und... So, da haben wir schon mal 8 Hütten, die wir bauen werden. Das wird eine Weile dauern, bis die gebaut sind, weil erstmal muss das ganze Zeug weg, die Bäume müssen weg. Das wird Zeit in Anspruch nehmen und wir haben aktuell 7 Baumeister. So, den tun wir nämlich noch dazu. Achso, das Spiel speichert jetzt gerade automatisch. Ich hoffe, er überschreibt mir jetzt nicht das Tutorial, weil ich da vielleicht noch ein bisschen weiterspielen möchte. Aber ich glaube, ich habe auch einmal manuell gespeichert. Das sollte kein Problem sein. Wir sehen hier übrigens, ja, schwach kontaminierter Regen. Und das ist immer blöd, weil sich das dann natürlich ausbreitet. So, wir können, wir haben ja ein paar Ressourcen, deswegen können wir auch ein bisschen weitermachen, denn wir haben ja auch ein Problem mit dem Wasser. Das kann ja auch kontaminieren und hier ist ja auch sowieso ein bisschen Strahlung drin. Deswegen Ressourcen. War das bei Ressourcen? Nee, beim Wasser. Wassersilo. Nee. Achso, ein Brunnen könnte man bauen. Da ist nämlich das Wasser niemals verseucht. Wenn man das über einen Brunnen macht. Technologie. Expeditionsposten, Forschungsstation, Logistik. Das ist natürlich auch nicht das, was ich meine. So, aber wir können auch erstmal einen Recycler bauen. So, und zwar bauen wir die Recycler, würde ich sagen, direkt hierhin. Sofort mal 2 Stück bauen. Und diese Recycler können Schrott umwandeln, zum Beispiel in Metall
in Elektronik und sowas. Da kann man Sachen umwandeln. Und das ist sehr gut. Aber ich weiß noch nicht... Ja doch, man kann das schon hier so hinbauen. Zur Not baut man noch einen dritten dahin. Kohle, Kräuter, auch nicht doof. Aber ich wollte eigentlich so ein Ding für Wasser bauen, dass das... Nicht der Regenspeicher, nein. Wo war denn das? Eine Zisterne sammelt und speichert Wasser. Das haben wir ja schon. Ein Wassersilo extra bauen ist auch Quatsch. Man kann auch einfach die Zisterne ausbauen, wenn es soweit ist. Deswegen... Aber es gab doch irgendwas, womit man verhindern konnte, dass das Wasser verseucht. Achso, hier ist übrigens das, was ich gesucht habe, ne? Aufträge, dann kann man einfach sagen, sollst jetzt hier Holz abbauen oder sowas. So, er hackt hier natürlich schön, abbauen und aufforsten. Das heißt, er haut nicht nur die Bäume weg, sondern er pflanzt auch neue Bäume dorthin. Der Bauer ist da fleißig am Machen. Bei den Fischern und Wasserträgern läuft es eigentlich auch ganz gut. Also wird es wirklich Zeit, dass wir hier jetzt mal ein bisschen mit den Hütten vorankommen. Er macht schon diese Verseuchung weg, sehr gut. Ah, bisschen Regen, aber es ist leider immer dieser leicht verseuchte Regen. Das ist nicht cool. Leider gar nicht cool. So, können wir vielleicht... Ah, wir können unseren Bus schon mal ausbauen. Ja, das machen die jetzt auch. Er braucht 72 Holz, 48 Schrott. Ist aber okay, weil dieser Bus wird dann ein befestigter Bus. Er wird gleichzeitig Lagerfeuer. Wenn er gleich fertig ist, dann ändert sich ja auch einiges. Sieht man ja jetzt schon. Und man kann auch mehr lagern. Ja, wir können den jetzt natürlich auch nicht mehr versetzen, aber wir sehen schon, hier baut sich ein kleines Schild auf. Die Bänke stehen langsam, eine Wäscheleine. Ja, man muss sich mit den kleinen Dingen zufrieden geben. Jetzt ist es ausgebaut und alleine dieses Lagerfeuer macht natürlich meine Leute ein bisschen glücklicher. Nicht unwichtig. So, jetzt werden gleich die Häuser als nächstes gebaut. Dann die Recycler. Da wird aber noch dran gearbeitet, dass das überhaupt dahingesetzt werden kann. So, können wir denn dann noch irgendwas machen? Ein Brunnen wäre auch nicht schlecht, damit die Wasserzufuhr gesichert ist. Braucht 30 Schrott, das ist jetzt nicht so viel. Das ist jetzt nicht so viel, aber wir brauchen wirklich... Also so ein Brunnen... Eigentlich... Unverzichtbar, den machen wir auch noch dahin. So, jetzt müssen wir den aber auch mal ein bisschen Gas geben lassen, dass wir hier Fortschritt sehen. So, das erste Haus ist fertig und wir haben eine Meldung. Da sollte man auch drauf achten. Obdachlose Siedler, ja. Baue zusätzliche Häuser, da bin ich ja gerade dabei. Alles gut. So, es wird weiter Material verteilt. Weiß nicht, ob das so gut ist, dass ich alles auf einmal mache. Aber die Häuser stehen. Ein Haus muss noch gebaut werden. Der erste Recycler wird jetzt fertig. Und selbstverständlich brauchen wir dort auch Personal. Sonst wird das nichts. Wir haben ja schon einen. Da müssen wir zum Sondierer. Und dann müssen wir ihm natürlich sagen, was soll er denn herstellen? Stoff, Metall oder Plastik? Der bleibt erstmal bei Stoff. Der soll erstmal bei Stoff bleiben. Hier brauchen wir auch noch eine Arbeitskraft. So, aber wir haben ja sehr viele Baumeister. Das heißt, ah ne, hier haben wir auch tatsächlich... Hier, Brunnenwart brauchen wir natürlich. So, dann noch einen zweiten Sondierer, ist ja auch klar. Der sich dann um den hier kümmert. Damit wir auch die anderen Ressourcen bekommen. Mit dem Stoff kann man dann Gasmasken herstellen. Also Schutzkleidung. So, 8 obdachlose Siedler haben wir. Das heißt natürlich, reicht das nicht. Das ist ja nur, damit sich unsere Leute auch vermehren. Damit unsere
Siedlung wächst. Aber wir brauchen natürlich auch Massenunterkünfte, wo dann alle anderen sind, damit wir nicht eine zu große Population haben. Ups, ja, doof. Weil wenn sich alle fortpflanzen, willkürlich, dann ist das eine Katastrophe. So, hier können wir es nicht hinbauen, weil hier lauter Mist ist. So, deswegen, das können wir schon. Sollen wir es hier hinbauen oder direkt Weg an Weg? Sonst könnte man noch was dazwischen bauen. Nee, Weg an Weg ist doof. Da machen wir... Machen wir es hier hin. Ist auch sehr verseucht, aber das muss ja eh weggemacht werden. Haben wir ja hier oben bei den Häusern auch geschafft. Im Moment haben wir auch noch keine Straßen oder sowas. So, diese Zuflucht sollte erstmal ausreichen. So, wir bräuchten aber auch Metall, weil wir müssen auch irgendwann Werkzeuge herstellen. Auch das darf man nicht unterschätzen. So, wir haben keine Arbeitslosen, das ist sehr gut. Jeder hat was zu tun und du machst bitte... Naja, du machst keinen Stoff, du machst erstmal Metall. Wir werden dann auch noch einen dritten Recycler bauen, der uns Plastik macht, damit wir alle Materialien haben. Aber erstmal machen wir das so. So, als Gemeinschaft, ja, man könnte ein Lagerfeuer machen, natürlich, ist aber nicht so wichtig. Wie sieht es in unserem Lager aus? Reserviert ist nichts, wir haben hier sehr viel auf Lager, wir haben aber 66% erst voll, ja, also 44% können wir, 34% können wir noch haben. Bohnen haben wir einiges, Strahlenanzug 30 Stück. Strahlenanzug ist natürlich fantastisch, dass wir mit einem Strahlenanzug starten. Aber das ist ja auch nur, weil wir das auf einfach spielen und ich nicht gleich in den ersten Sekunden von einem Sandsturm in die Knie gezwungen werden möchte. Oder von einer Dürre oder sonstiges. Es gibt nämlich viele Sachen, die passieren können. Man kann hinterher auch noch auf Expeditionen und so gehen und dann dort Sachen finden, Material oder sowas. Es ist sehr interessant. Es gibt super viel zu tun. Also es wird uns erstmal nicht langweilig werden. Vielleicht könnte man auch eine zweite Fischerhütte machen. Obwohl, es ist Quatsch, ne? Wir könnten auch einfach einen Fischer einstellen. 4 Stück insgesamt könnten wir fischen lassen. So, das Feld dauert natürlich auch eine Weile, bis es dann Ertrag gibt. Aber das gibt immer sehr viel Nahrung. Also so ein Feld, wenn es hier, hier sehen wir, hier kommt nämlich eine Dürre auf uns zu. Wir sind in Saison 3. Ja, hier Saison 8 ist eine Dürreperiode. Das heißt, wir haben jetzt schon ein bisschen Pech, dass es nicht regnet. Dann regnet es aber. Und wir werden in der Dürreperiode erstmal das Bepflanzen einstellen. Weil das nichts bringt, weil uns die Ernte sonst kaputt geht. Oder es könnte sein, dass wir durch den Brunnen auch das Feld bewässern können. Bin ich mir... Oh, es regnet. Ach, wir sind ja auch noch nicht in der Kein-Regen-Periode. Also, dann ist es okay. Das ist sehr schön, dass es hier nochmal ein bisschen nasser wird. Es wird auch Zeit, weil hier sehen wir schon... es ist sehr trocken bei uns. Sehr, sehr trocken. Das Feld liegt gerade auch im Trockenen. Na, hier sehen wir, das Nasse geht weg, das Feuchte übernimmt. Aber es war halt auch nicht viel Regen. Leider. So, hier wird immer noch fleißig an der Dings gearbeitet. Ja, wir haben Obdachlose, haben wir gleich nicht mehr. Das Problem sollte in den Griff zu kriegen sein. So, ich würde mal sagen, wir lassen ein bisschen schneller laufen. So, da fallen die Bäume. Wunderbar. Wir sehen auch, dass wir hier ein bisschen Stoff haben. Und das bringt uns auch zum nächsten Projekt eigentlich direkt. Nämlich weiter mit den Ressourcen zu arbeiten. Kohle und Werkstatt. Ich glaube, wir brauchen für die Werkstatt Kohle.
Deswegen würde ich erstmal eine Köhlerei bauen. Oder Kräuter. Oder eine Schneiderei. Da kann man nämlich dann diese Schutzausrüstung machen. Na gut, wir werden erstmal einmal werden wir Kräuter bauen. Also eine Kräuterhütte. Da sehen wir auch schon überall da, wo es Kräuter gibt. Ich würde die tatsächlich sogar, wenn es einigermaßen gut vom Ertrag ist, 150, 155, ich glaube, das ist gut, die Kräuterhütte direkt neben den Förster zu bauen. Dann ist das schön aneinander. Hier ist auch ein Schrotthaufen, der muss auch ganz schnell mal abgebaut werden. So, Zuflucht. Warum? Ach so, wir brauchen Stoff für die Zuflucht. Ja gut, das machen wir aber, ne? Oder? Also eigentlich schon. Das braucht Schrott und Holz, also da dürfte eigentlich nichts passieren. Weil wir brauchen natürlich die Kräuter, um Medizin herzustellen. Die können ja auch krank werden. Und wir bekommen hier mehr Arbeiter, das ist auch gut. Dann könnte man auch einfach einen weiteren Bauarbeiter schon mal dazu tun. Das wird gebaut, aber hier Stoff. Wir brauchen ja für nichts Stoff, oder? Hier gibt es ein bisschen Stoff. Er soll Metall machen, aber auch das zieht sich eine Weile. Weil wir sehen ja, das ist ja, so läuft es ja in Echtzeit. Also, die bewegen sich jetzt nicht so mega schnell. Unsere Pioniere hier. Haben wir schon 9 Obdachlose. Weil wir das nicht bauen können. Aber sie tragen schon Sachen rüber. Ja, Holz fehlt ja auch noch ein bisschen. Das wird rübergetragen. Schrott wird danach rübergetragen. Ist auch gleich da. Nur der Stoff, der fehlt. Von unserem Recycler hier. So, Metall haben wir jetzt 2 Stück. Ah! Hier haben wir Stoff. Sehr gut. Da wird es rübergetragen. Es geht voran. Unsere Zuflucht wird gleich gebaut. So, ich glaube, da kommt das letzte. Oder? So, Metall haben wir schön. Das ist gut. Und? Come on, 2 Stück. Müsste doch machbar sein. Genau, und jetzt wird es gebaut. Das dauert jetzt noch ein kleines bisschen. Und dann haben wir keine Obdachlosen mehr. 25 Leute finden hier Platz. 10 Obdachlose haben wir. Also sind dann alle beheimatet. So, da brauchen wir noch einen Kräuterkundler, natürlich. Wenn er denn so heißt. Wie heißt der? Kräutersammler natürlich. Zack. Eingestellt. Und der macht sich direkt auf den Weg. So lobe ich mir das. Es läuft doch schon mal ganz gut. Die ersten Schritte sind getan. So, Köhlerei. Ja, Köhlerei ist auch wichtig. Und ein weiterer Recycler wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir dürfen nur nicht so viel recyceln, dass wir dann zu wenig Schrott übrig haben, weil wir das ja auch zum Bauen und sowas brauchen. Oh, das automatische Speichern ist wirklich gut. So, unsere Schutzanzüge gehen uns aber auch nicht aus. Hier sind die Leute, sind jetzt natürlich super glücklich, weil die Zuflucht fertig ist. Können wir auch mal einen Blick reinwerfen. Da sind dann unsere Leute. Ne? Da sind sie. Zumindest einer ist in der Zuflucht aktuell. Ah, das ist schon nice. Ist nicht so schön wie ein Haus, aber da geht es ja auch um die Fortpflanzung. Wir pflanzen uns auch ein bisschen fort. Es geht langsam voran. Hatten wir gerade einmal Arznei? Ich glaube, wir hatten einmal Kräuter. So, dann könnte man... Was könnte man denn noch bauen? Eine Schule für die Kinder wäre natürlich ganz gut. In einer Schule bilden Lehrer Kinder in allen Fächern teilweise aus. Einzelne Fächer können in den Fokus gestellt werden, um Kinder darin vollständig und schneller auszubilden. Okay.
Aber ich würde sagen, wir brauchen eine Werkstatt und eine Schneiderei und eine Köhlerei. Also da machen wir Kohle, ne? Wir verbrennen Holz, um Kohle herzustellen. Aber... Oh, hier oben, da muss aber der Schrott muss weg. Der Schrott muss weg, weil ich sonst nicht bauen kann. Eine Köhlerei direkt hier neben die Häuser will ich halt auch nicht bauen. Das ist irgendwie nicht so gut. Deswegen, Köhlerei, die ist ja nicht so groß. Die ist ja nicht so groß, aber die können wir... Ah, hier geht's nicht, aber hier ist es zu nah dran an den Sachen. Aber so ganz weit weg ist halt auch scheiße. Hier, so ein bisschen in den Berg rein. Ich glaube, das ist okay, aber es ist halt auch weit weg von unserem Lager, ne? Es ist weit weg von unserem Lager. Da würde ich das lieber am Wasser bauen. Hier so. Aber wie groß ist die Werkstatt? Ist auch nicht so groß. Auch nicht. Okay, das sind keine so großen Gebäude. Dann würde ich das doch eher hier hinten im Hintergrund laufen lassen. Auf der Höhe hiervon. Da die Köhlerei hin. Und Werkstatt und Schneiderei würde ich dann hier hin machen. Aber wir lassen die erstmal in Ruhe dort bauen. Und wir brauchen natürlich auch direkt einen Köhler. So, hier sehen wir auch, Nahrung kommt rein. Sehr schön. Unser Feld wird gerade abgeerntet. Wir könnten es tatsächlich riskieren, wenn das Abernten diese Periode dauert, wo es keinen Regen gibt, und dann anpflanzen, wo es zwei Perioden lang Regen gibt, dann kommt eine Dürre. Das heißt natürlich, dass wir kein Wasser haben werden und es wird nicht regnen. Aber durch die zwei Regenperioden könnte die Dürre überbrückt werden und danach geht es mit Regen weiter. Dann ist alles wieder da. Also das wäre schon möglich. Das wäre schon möglich, das wäre auch gut. Wir müssen natürlich auch unser Lager im Auge behalten. Nicht, dass wir dann ins Leere wirtschaften. 73, das geht immer noch. Und was wir machen können... Ah, jetzt weiß ich, wie man das Wasser hinbekommt. Das ist unsere Zisterne. Und die kann man natürlich auch ausbauen. Aber dafür brauchen wir Plastik. Dafür brauchen wir Plastik und Kohle. Oh, wir sehen hier, da war gerade ganz kurz unser Wasser voll. Ganz, ganz kurzer Augenblick war unser Wasser voll. Das heißt, wir können da nichts mehr lagern. Deswegen sollten wir das ausbauen. Das heißt für uns natürlich in erster Linie einen dritten Recycler bauen. Den können wir leider nicht daneben setzen, aber den können wir hier hoffentlich nebensetzen. Ja. Da kommt der nächste Recycler hin. Dann brauchen wir selbstverständlich, wenn es dann soweit ist, einen weiteren Sondierer. Und der wird Plastik herstellen. Der wird Plastik herstellen. Dann können wir nämlich unsere Zisterne hochstufen zu einem Wassersilo. Wir müssen also nicht extra ein neues Wassersilo bauen, dann können wir mehr Wasser speichern. Aber dafür brauchen wir natürlich erstmal auch Plastik. So, Holz und... Ah, sehen wir da, Produktionslimit ist 500. Oh! Baldige Dürre. Okay, ja, das habe ich ja hier unten schon gesehen. Eine baldige Dürre und hier... Ja, das ist das Gleiche. Das sollten wir im Auge behalten, dass es hier halt bald dazu kommen wird, dass wir eine Dürreperiode haben. Wir werden die aber überstehen. Ohne Probleme. Wir werden die ohne Probleme überstehen. Weil wir haben einen Brunnen. Da bekommen wir Wasser her während der Dürre. Und unser Wassertank ist voll. Ja, wir haben sehr, sehr viel Wasser. Nahrung sieht auch gut aus. So, hier kommt der Recycler hin. Da machen sie schon die Bäume weg. Ich hoffe, die Bäume sind nicht einfach nur futsch, sondern
dass die Bäume auch tatsächlich genutzt werden als Holz, weil alles andere wäre irgendwie doof. So, Holz haben wir auch genug, Schrott. Ah, komm, das reicht dann. Wir können ja eh nur bis 500 gehen. So, es ist ja auch jetzt dunkel. Jetzt leuchten hier auch diese Fässer, die immer angesteckt werden. Fässer und Lagerfeuer. Ist schon sehr atmosphärisch. Die Musik ist auch im Hintergrund sehr angenehm. Also die ist nicht nervig oder sowas oder stresst einen. Es ist sehr entspannt und macht einfach Spaß. Und unsere Siedlung, also dafür, dass wir nur so ein Wohnmobil hatten, ist das schon ganz ordentlich, oder? Das sieht schon ganz ordentlich aus. Hinterher kommt auch noch Strom und sowas dazu. Dann arbeitet alles effizienter. Natürlich auch ein Krankenhaus. Wir können ja mal generell mal gucken, was gibt es denn so für Gebäude, während unsere Siedlung hier floriert. Wir haben natürlich die Werkstatt, eine ausgebaute Werkstatt, eine Hanfweberei, gibt es noch eine Raffinerie und eine Mine gibt es sogar noch. Muss man wahrscheinlich dann in den Berg reinbauen. Für die Nahrung, Fischerhütte, das haben wir kennengelernt, eine Plantage, da kann man Bäume anpflanzen und sowas wie Nüsse dann abernten. Die Sammlerhütte, die sollten wir eigentlich auch noch machen. Die Sammlerhütte sollten wir eigentlich auch machen. Wir haben ja hier die Kräuter. Und ich würde sagen, dass wir daneben... Hier haben wir 770... 950, das ist natürlich richtig gut. Wir können die aber auch so bauen. Und hier anlehnen. Dann hätten wir 1000. Und so machen wir das auch. Da bauen wir schnell noch eine Sammlerhütte. Machen wir dann, wenn das hier fertig ist. Das sollte aber bald beginnen. Mit dem Bau. Ja, unsere Köhlerei ist auch schon zugange. Brauchen wir natürlich auch die Kohle, die dort hergestellt wird. Sehr schön. Wir sehen auch hier wieder, Wasser ist voll. Deswegen müssen wir Plastik und so herstellen, damit wir unser Wassersilo bauen können. Eine Jägerhütte gibt es natürlich auch noch, um Fleisch zu sammeln, um Tiere zu fangen, die man dann auf der Weide platzieren kann. Dann gibt es noch eine Küche. Ja, für Wasser gibt es natürlich auch noch ein bisschen mehr Regenspeicher. Wobei ein Regenspeicher könnte auch riskant sein, wenn es verseuchter Regen ist. Elektrische Wasserpumpe. Bewässerungsanlage für Felder wahrscheinlich. Ja, es gibt natürlich hier noch Unterkünfte. Gemeinschaft, habe ich ja schon ein bisschen was gesagt. Ein Friedhof, eine Kneipe. Ist auch nicht ohne, könnte man dann schön ins Wohnviertel bauen. Ein Sanitätshaus ist ein Krankenhaus, das ist sehr groß. Die Logistik ist auch nicht zu verachten. So eine Essensausgabe, Wasserstellen, Straßen, dann bewegen sich die Leute schneller. Dekontaminierungsposten. Ein Dekontaminierung produziert Dekontaminierungskits und liefert diese an entsprechende Gebäude aus. Dort werden sie genutzt, um gelagerte Ressourcen von Kontaminierung durch Strahlung zu befreien. Das ist das, was ich gesucht habe. Das braucht aber auch Plastik und Kohle. Aber das ist natürlich super, wenn irgendein Gebäude verseucht ist. Das kann nämlich passieren. Und dann baut man so ein Ding, dann bringen sie diese Kits dorthin und dann kann man die Verseuchung da wegbekommen. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also das Ding müssen wir im Hinterkopf behalten. Dann gibt es natürlich Technologien, Expeditionsposten. Wenn man das gebaut hat, dann... Oh, einen Moment. Wir brauchen einen Sondierer. Also nehmen wir einen Bauarbeiter weg und einen weiteren Sondierer dazu, damit wir hier Plastik herstellen können. So haben wir Stoff, Metall und Plastik und dann sollte der Bedarf bald gedeckt sein. So, das Feld wird weiter abgebaut. Es sollte er eigentlich schaffen. Ah, dann pflanzt er an. Aber man hat ja kurz davor Regen und direkt danach Regen. Also es könnte sein, dass unser Feld die Dürre übersteht. Ich hoff's. Ich hoff's. So, der nächste ist der Sammler. Vielleicht sollten wir dann auch noch... Ja, ein, zwei Häuser bauen, damit wir mehr Leute bekommen. Weil je mehr Berufe wir zu vergeben haben, desto mehr Leute brauchen wir natürlich. Deswegen Hütte bauen sollte kein Problem sein. Holz und so, das haben wir genug. Machen wir eins dorthin und eins dorthin. So, hier ist auch keine Strahlung mehr.
Nee, hier ist ein bisschen Strahlung. Hinter den Häusern wird nicht gespielt. Also hinter den Häusern kein Fußball spielen. Aber ansonsten haben wir es sehr gut, was Strahlung angeht bei unserer Siedlung. Hier ist nämlich nichts mehr. Hier ist wirklich nichts mehr. Dafür ist aber auch keine Feuchtigkeit. Es ist aktuell sehr trocken, weil wir auch eine Trockenperiode haben. Aber das wird sich bald wieder ändern. Das kriegen wir schon überbrückt. Das ist jetzt nicht so dramatisch. Negativen Einfluss sehen wir hier. Diese Gebäude haben negativen Einfluss, wenn die dann in Wohnnähe sind. Aber sie sind bei plus minus null. Es gibt natürlich auch positiven Einfluss. Attraktiv, wenn es grün ist. Unattraktiv, rot. Grau ist neutral, also wir sind hier meistens neutral und hier ein bisschen negativ, weil hier die ganzen stinkenden Sachen sind. Geht aber alles noch. Elektrizität, ja, haben wir aber nicht. Ne? Da sieht man, was braucht, wie viel Elektrizität bräuchten wir. Dann der Gebäudezustand, da ist auch alles, ja, im grünen Bereich. Ja, leicht beschädigt, beschädigt, stark beschädigt oder zerstört, das kann auch passieren. Sehr bitter natürlich. Aber im Moment sieht es gut aus. So, Technologie, Expeditionsposten, dann können wir natürlich auch auf Expeditionen gehen. Forschungsstation, dann haben wir haben auch noch einen Forschungsbaum, wo wir dann sowas wie Elektrizität erstmal erforschen müssen, damit wir sie nutzen können. Dafür brauchen wir aber das diese Station. Eine Wetterstation haben wir, dann können wir rausbekommen, wann, wenn es regnet, ob es saurer Regen ist oder sowas. Ne, ist auch ganz, ganz nice. Elektrizität habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Dekoration natürlich, um alles schöner zu machen und attraktiver zum Wohnen, damit die Zufriedenheit schön im grünen Bereich ist. Verteidigung gibt es auch. Ja, gegen Plünderer. Ja, muss man mal drauf achten. Hatte ich bis jetzt noch nicht im Tutorial. Eine Munitionsfabrik, um zurückzuschießen. Also hier gibt es schon einiges, Barrikaden und sowas. Und hier kann man halt ein paar Aufträge erteilen. Also umfangreich ist es auf jeden Fall. Es gibt ja auch zwei DLCs, die habe ich schon angesprochen. Ich glaube, die erste Folge hier geht ein bisschen länger, als ich dachte. Aber wir müssen ja auch erstmal einen Start haben. Auf jeden Fall gibt es ein Add-on mit Luxusgütern, wo man, wenn man eine prachtvolle Siedlung bereits aufgebaut hat, dass man dort dann auch ja, ein paar Luxusgüter, Kaffee und sowas bekommt man dann dort. Und die größere Erweiterung, glaube ich, das war die letzte Erweiterung, da kann man dann noch weiter die Welt bereisen. Mit einem Zug fahren und sowas an ganz andere Orte. Also auch sehr, sehr spannend. So, was ist hier los? Keine Arbeitskraft verfügbar, wieso? Ach, habe ich den nicht eingestellt, oder was? Nehmen wir einen Bauarbeiter weg. Und genau, wir haben gar keinen Sammler. Der hat die gerade erst fertig gebaut, die Sammlerhütte. So, das Häuschen hier wird gerade fertig gebaut. Dann ziehen die natürlich auch um. Also, wir sehen das ja jetzt hier. Wo sehen wir das? Wo sehen wir das? Wo sehen wir das? Genau, Kapazität 11 von 25. Wenn das Haus fertig ist, Kapazität 2 von 5, dann müssten die nämlich, genau, die gehen dann von der Zuflucht ins Haus. So kann man dann auch ein bisschen steuern, wie die Fortpflanzung ist. Und wenn das zu viel wird, dann reißt man halt ein, zwei Häuser ab. Dann gehen die wieder in die Zuflucht. Aber so kann man die Population ein bisschen steuern, dass das vielleicht nicht zu viel wird. Denn je mehr Leute man hat, umso mehr Wasser und Nahrung braucht man natürlich auch wieder. Also diesen Kreislauf, den muss man halt am Laufen halten. Darum geht es ja nun mal auch in dem Spiel. Und der macht jetzt hier eine schöne Speicherpause. Wir gucken einmal, was wir haben. Wir haben noch kein Plastik. Wir haben wirklich noch kein Plastik. Dafür haben wir einiges an Metall und Stoff. Wie sieht es denn in unserem Lager aus? 75%. Ich denke, bevor wir jetzt aufhören, werden wir noch was in Auftrag geben. Zum einen, ja, die Dekontaminierungs-Kit-Station hier bringt uns ja erstmal nichts. Aber wir werden die Schneiderei und die Werkstatt in Auftrag geben. Das kriegen wir locker gebaut. Da brauchen wir halt Metall für 12 Stück, aber das haben wir ja.
Und hier brauchen wir 12 Stoff und das haben wir auch. Also sollte das kein Problem sein. Hier unten haben wir den Schrottplatz. Ich denke, da könnte man auch die Werkstatt dran anschließen. Und die Schneiderei, glaube ich, würde sich ganz gut hier machen. Aber wir müssen kurz warten, bis er den Baum da gefällt hat. So, weil ich weiß nicht, ob er sonst das Holz mitnimmt. Deswegen die Schneiderei werden wir noch hier in Auftrag geben. Und selbstverständlich nehmen wir 2 Bauarbeiter raus, weil wir brauchen einen Schneider und einen Techniker. Für die Werkstatt und natürlich für die Schneiderei. So, unser Brunnen ist auch mittlerweile voll mit Wasser. Also wir sind, wassermäßig sind wir sehr gut aufgestellt. Und auch die Nahrung. Ich würde aber sagen, dass wir als nächstes... Nee, wir machen noch mal Kartoffeln. Ich glaube, die sind robuster. Weil wir haben bald die Dürre. Dann glaube ich, dass Kartoffeln durchaus robuster sind als Nahrungszufuhr. Und an dieser Stelle, liebe Leute, würde ich sagen, werden wir das Spiel abspeichern. Ja. Und speichern das natürlich auch als Seventh Heaven ab, damit ich hier nicht durcheinander komme. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder zu Endzone A World Apart. Hier haben wir übrigens auch noch, ne, die Erweiterungen. Distant Places und Prosperity. So, nach vielen Jahren auf der toxischen Erdoberfläche sind die Überlebenden nun bereit, den Planeten zurückzuerobern, um endlich nach Wohlstand zu streben. Das Add-on Prosperity bietet viele neue Baumaterialien, Gebäude und Herausforderungen. Endlich kannst du deine Siedlung weiter ausbauen und verbessern, um eine neue Ära für deine Siedler einzuläuten. So, hier geht's dann wieder mal darum, die Menschheit hat nichts gelernt und beutet den Planet weiter aus. Vielleicht nicht in diesem krassen Ausmaß wie aktuell, aber schon ein bisschen. Und nachdem deine Siedler eine neue und gesunde Zivilisation geschaffen haben, sind sie immer noch auf das neugierig, was vor ihnen liegt. Als die Pioniere, die sie sind, wollen sie nach anderen Überlebenden suchen und neue aufregende Orte jenseits der Grenzen der Siedlung kennenlernen. Sie wollen die fernen Orte entdecken, von denen sie in Erzählungen gehört haben. Ja, also hier macht man sich dann auf den Weg und ich hoffe, weil es macht mir wirklich Spaß, dieses Spiel, dass da noch mehr kommt. Ich habe richtig Bock, dann kann da auch gerne immer mal wieder frischer Content kommen, auch wenn mir das Hauptspiel aktuell noch reicht. Und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von Endzone haltet, wie ihr das Projekt findet. Findet ihr sowas interessant oder wollt ihr lieber Action sehen? Ja, ich finde, sowas Ruhiges ist auch mal sehr angenehm. Und es kommt, wann es kommt. Ne, also guckt in den Sendeplan, da seht ihr dann, wann die nächste Folge kommt. Ob diese Woche, es gibt ja immer wöchentliche Sendepläne. Und da seht ihr dann, ob die Woche irgendwann Endzone kommt. Ich nehme mal an, dass nächste Woche dann die nächste Folge kommt. Die hier ist ein bisschen länger, die nächsten werden vielleicht etwas kürzer. Je nachdem, nach Lust und Laune, nach Fortschritt, aber... Ich denke, wir haben einen sehr guten Start hingelegt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Rinjahauen, bis zum nächsten Mal.